Bruns. Ringelt. Auch hier sah die Abwehr diesmal der Bremer nicht gut aus. Da sehen Sie nochmal den Freistoß von Bruns. Hannes. Da sind eigentlich zwei Bremer in der Nähe des Balles, aber Ringels nutzt die Chance. Was der sich freut, der ja viel Verletzungspech hat. Das ist der Halbzeitpfiff. Wir haben eine Minute und 15 Sekunden über die Zeit gespielt. 2:1 Führung für Borussia Mönchengladbach durch die Treffer von Matthäus in der 40. und Ringels in der 44. Minute. Den zwischenzeitlichen Ausgleichsstand erzielte Norbert Meyer in der 42. Minute. Und den Freistoß tritt Meyer und Neubart. Das war eine tolle Aktion. Und da hat wirklich nicht viel gefehlt. Hier sehen Sie es nochmal. Da hätte sich der Hannes beinahe mit seinem Foul ganz schön was eingebracht. So, jetzt hat Evalinen mal Raum, nur noch gegen Klaus Fichtel. Da fehlt der richtige Abschluss. Ihnen. Matthäus. Will. Und Schäfer. Es gibt jetzt mehr Torszenen, Torschussszenen als während der ersten 45 Minuten. Nochmal. Mill gegen Siegmann. Und dann kommt Kamp zu Hilfe. Schön, wie Schäfer das macht. Achtung.